Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Daily Vlog hier auf meinem Kanal Sandy. Schön, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Ja, Problem Freunde ist, ich mache heute genauso wie gestern gar nichts, weil ich nichts geplant habe. Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich brauche jetzt noch einen Vlog für heute, zumindest ein Video. Und ich dachte mir einfach mal, dass... Weil ich keine Ahnung habe, was ihr sehen wollt, weil ich teilweise kein Feedback auf meine Videos mehr bekomme. Ich sehe nur Likes oder Views und teilweise keine Kommentare mehr. Warum auch immer, habe ich mir halt gedacht, dass ich einfach mal in meinem heutigen Video ein bisschen so auf Spiele, zum Beispiel Spiele mache oder zum Beispiel, ich könnte das noch machen, dass ich auf irgendwelche, auf nochmal was reagiere, aber das werde ich in Zukunft jetzt nie mehr machen. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, ich nehme euch kurz einen Daily Vlog auf, obwohl er sehr uninteressant sein wird, denn wie gesagt, ich mache heute nichts. Ich habe mich gerade mit der Switch auf meine Couch gechillt in Jogginghose. Ich habe eine Snoopy-Jogginghose, Freunde. Ich wollte eigentlich heute in die Musik. Heute wäre bei uns in der Stadt sehr viel Musik, aber es wäre halt nichts zum Anschauen. Es wäre durchgehende Musik. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach die Switch gegrabt und ein paar Raffaellos. Ansonsten nicht viel. Ich habe übrigens meine Schiene hier. Mich hat mein Zuschauer gefragt, warum ich meine Schiene oben habe. Ich habe sie hin und wieder oben auf meiner linken Hand oder hin und wieder auch nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich mir vor ungefähr, ich weiß nicht, einem Monat oder länger mein Arm, beziehungsweise das, nicht das hier, ach, es ist so dumm, wenn man allein ist, das Gelenk hier, da, das Handgelenk verstaucht habe und seitdem teilweise Schmerzen durchgehend habe. Ich habe Hardcore-Kratzer an meiner Hand, sehe ich gerade. What habe ich gemacht? Seht ihr das, Freunde? Ich habe Hardcore-Kratzer am Handgelenk. Meine Kamera fokussiert nicht. Übrigens, Freunde, weiß ich jetzt nicht, wie ich am Montag meinen Vlog machen will, weil ich am Montag... Seht ihr den Kratzer? Halleluja. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber Freunde, ich weiß nicht, wie ich am Montag meinen Vlog machen soll, das ist mein Problem. Weil ich am Montag, was soll ich sagen, mein Arbeiten gehe und ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Weil ich werde da bis 6 Uhr abends irgendwo sein oder vielleicht bis 2. Nein, ich weiß es gar nicht. Ich muss es schauen. Aber weiß ich nicht, wie ich da meinen Vlog aufnehmen soll. Ich habe mir einfach überlegt, dass ich morgens ausstehe und euch dann mitnehme und dann filme, wie ich da hinfahre und dann euch zumindest zeige, was ich davon, wie mein Tag war und all solche Sachen, aber ich habe keinen Plan, warum habe ich Kratzer an meinem Arm? Seht ihr das, Freunde, überhaupt? Ich habe hier ein Hardcore-Kratzer. Übrigens, Freunde, was ich mich auch mehrmals gefragt habe, ist, wollt ihr vielleicht, dass ich euch sozusagen... Hört die Switch im Hintergrund. Dass ich euch sozusagen einfach mal... ich will auch jetzt nicht lange drüber rumlabern, weil ich eh nichts mache. Aber zum Beispiel, dass ich jetzt... Ich nehme euch ja jetzt immer mit in meinen Tag und ich mache auch nicht sehr viel jetzt in den letzten 2 Tagen und das tut mir auch leid. Zum Beispiel, ich habe vor kurzem Karten gespielt mit meiner Mama und das kann ich natürlich nicht aufnehmen, weil das interessiert auch niemanden. Und dieser Vlog ist einfach genauso langweilig wie der gestrige. Und es tut mir auch leid, weil ich einfach nichts zu tun habe. Ich habe mir schon überlegt, ob ich euch, ob ich einfach das Video heute auslassen soll. Aber das kann ich ja nicht machen, weil ich ja tagtäglich Videos hochladen will. Obwohl, ein Geschenk habe ich sogar bekommen. Und zwar ist das hier. Sieht man das? Das ist ein Riesenherz, wo oben steht, ich liebe dich. Und das habe ich von meiner Mama bekommen. Und das finde ich eigentlich hardcore süß, weil... Naja, das ist eigentlich schon süß. Und die Raffaellos habe ich bekommen. Ich mag die eigentlich nicht. Freunde, mit die Raffaellos, schreibt es mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, Freunde, beende ich dieses 5-minütige Video leider, denn ich habe nichts zu tun und ich habe, wortwörtlich, ich habe gar nichts zu tun und meine Stimme geht weg. Das Einzige, was ich habe, ist seit den letzten paar Tagen Hardcore-Halsschmerzen, aber das ist egal. Auf jeden Fall, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben. Ich verspreche euch, ich gebe mir jetzt viel mehr Mühe mit meinen Videos. Nur das Ding ist halt, bei den Daily Vlogs ist es so,
du machst was und da muss irgendwas passieren, damit der nicht langweilig ist. Obwohl, ich könnte euch meinen Flamingo zeigen, den ich gekauft habe. Wartet noch einen Blick. So, Leute. Und zwar haben meine Mama und ich uns vor einem guten Monat einen Schwimmflamingo gekauft. Der soll so riesig sein und man kann halt den aufblasen und dann hat man halt zumindest aufpusten und kann dann halt den mitnehmen. Und wir haben uns gedacht, wir pusten den auf. Wir sind noch nicht dazu gekommen, aber für Pool oder sowas ist der eigentlich relativ praktisch und der ist auch richtig groß. 120 x 120 x 119 cm. Also quasi 120 ist die Länge, die Breite ist 120 und die Größe ist 119. Und das finde ich halt schon ziemlich cool. Auf jeden Fall, Freunde, beende ich dieses sinnlose Video heute. Es tut mir mega leid, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, gebt mir gerne einen fetten Daumen nach oben. Abonniert gerne kostenlos den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, und aktiviert die Glocke. Teilt das Video mit euren Freunden. Ihr würdet mich dadurch wirklich hardcore supporten. Und ich habe mich auch zumindest vor ein paar Tagen gefragt, ob ich solche 3-Uhr-Nachts-Videos machen soll, um euch einfach mal zu zeigen, dass da gar nichts passiert. Ich glaube an das auch nicht. Falls ihr das sehen wollt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare Hashtag 3-Uhr-Nacht-Challenge und schreibt, was ich machen soll. Und dann probiere ich es zu machen. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Bis dann, Freunde. Ciao.